So, und jetzt wisst ihr, warum der Weg hier Urwaldfahrt heißt. Unter euch Elektrikern hier, ist sowas eigentlich überhaupt erlaubt, so wie es angeschlossen ist? Jetzt gibt es den Schnapsdrosselkasten. Es wird es gleich nass werden. Schaut selbst. Hallo liebe Leute. Wir sind heute auf dem Genießerpfad, Urwaldpfad, Rohrharzberg. Die schöne, schnuckelige Runde, 10 Kilometer, hat es aber in sich. Schöne, steile Pfade, wurzelig, einfach herrlich. Genau, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis später. Bis dann, genießt die Aussicht. So, dann geht's hier. So, Stufen nach oben. Sieht urig aus. Schon nie so ein kleiner Wasserkanal. Das ist nett gemacht. So, und jetzt wisst ihr, warum der Weg hier Urwaldfahrt heißt. Weil leider Uhren, Kuckucksuhren hier sind. Hier ist eine nette Bank. Dann kann man sich hier hinsetzen und die Aussicht genießen. Und schaut mal das hübsche Häusel da hinten an. Ja, da würde ich jetzt auch gerne wohnen. Und die nächste Kuckucksuhr. Heftig erstmal einen Berg hoch, aber schön. Schaut mal, hier hat's. Was ist das für Ski? Langlauf vermutlich. Sessellifte. Und hier bist du oben angekommen. So einen schönen Ausblick hat. Herrliche Aussicht. Richtige Almlandschaft. Fühlt man sich fast wie im Allgäu, wenn man zur anderen Seite schaut. Die schönen Schwarzwaldhöfe. Schaut mal die Kühe da hinten an. So sehen glückliche Kühe aus. Dürfen draußen weiden. Schön, das gefällt mir. So wohnen ist so einfach herrlich. Oder? Unter euch Elektrikern hier, ist sowas eigentlich überhaupt erlaubt, so wie es angeschlossen ist? Hier ist ein kleiner Elektrozaun. Wir sind hier am Wanderweg, wo man offiziell durchgehen kann, wo vielleicht auch Kinder durchlaufen, wie auch immer. Ist sowas zugelassen? Jetzt gibt es den Schnapsdrosselkasten. Da haben wir gerade eine schöne Schnäpsle getrunken. Mega. Und da ist ein kleines Kessel drin, ein Schnaps. Man kann mich hier trinken. Schaut mal. Wir müssen das gleich hinter einer Sprenganlage durchlaufen. Es würde es gleich nass werden. Schaut selbst. Da müssen wir jetzt durch. Komm. Und schnell durch. Da. Wer hat heute noch nicht geduscht? Da, wo wir jetzt gerade durchgelaufen sind, das ist übrigens ein sogenanntes Nasslager. Ja. So, und da sind wir krass vorbeigelaufen. Also wenn ihr hier unten in der Gegend seid, im mittleren, südlichen Schwarzwald, Rohrharzberg, die Tour müsst ihr auf jeden Fall laufen. Ist einfach mega schön hier.
kleine Urwald. Links und rechts sieht man Farmen mit Pflanzen. Einfach mega. Eine Eule im Baumstamm. So, ihr Lieben, wir sind wieder im Parkplatz angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.